Liebe Krimileser von meinekommissare.de, ich bin heute in der Schweiz, in Solothurn, einem der kleinsten Kantone und der kleinsten Städte. Gerade mal 17.000 Einwohner. Ich darf nichts Verkehrtes sagen, denn neben mir sitzt Christoph Gasser. Nicht nur Spezialist und Einwohner, Bewohner von Solothurn, nämlich auch Autor der Solothurn-Krimis. Aber Christoph Gasser, bitte, sagen Sie doch selbst, was haben Sie geschrieben, Solothurn? Solothurn trägt schwarz, der erste, dann kam Solothurn streut Asche und jetzt gerade erst rausgekommen, Solothurn spielt mit dem Feuer. Solothurn spielt mit dem Feuer. Ja. Ich habe natürlich alle drei gelesen und ich habe vorhin schon gesagt, wir haben uns den ganzen Vormittag unterhalten, was mir so gut gefallen hat. Nicht nur der Tatort, ist ein Traum, wir gehen nachher mal durch die Gassen, dann zeige ich Ihnen mehr, beziehungsweise Christoph Gasser zeigt Ihnen mehr, der wohnt nämlich hier, das habe ich schon gesagt, sondern auch das Team und die Themen. So, und jetzt bitte ich darum, um einen Schwenk, damit auch die Leser sehen, wie schön diese Stadt ist.